Wohlfühlen ist einfach, wenn der Immobilienpartner von Anfang bis Eigentum an alles denkt. Serkan Gökçe, hat man nach so einem Spiel noch Worte? Ja, schon. Also es geht weiter. Jetzt bringt nichts, dass wir jetzt die Köpfe hängen lassen und so. Ich finde halt, dass das sehr unglücklich war heute. Dass wir ja erste Halbzeit vor allen Dingen sehr gut gespielt haben, gut dagegen gehalten haben. Und ja, meiner Meinung nach auch 1-0 in Führung gehen müssen. Aber so ist das halt im Fußball. So haben wir es auch gesehen, ja. Manchmal haben halt die anderen auch ein klasse Torwart. Aber so, ja, war schon komisch. Mainz hat schon eine gute Qualität, aber, oder? Ja, klar. Also sehr gute Truppe, spielstark, paar gute Jungs drin, die erfahren sind. Und es ist nicht einfach, gegen die zu spielen. Aber ich finde, erste Halbzeit muss schon ein Tor machen. Und dann denke ich auch, dass wir heute hätten gewinnen können. Aber es geht weiter. Und das auf jeden Fall schütteln und dann nach Lehnertz und da weiterkommen. Alles Gute. Ja, Daniel Endres, Spiel aus unserer Sicht haben wir das eigentlich eine Stunde komplett kontrolliert. Wir hatten die klaren Möglichkeiten. Wenn wir 1-0 in Führung gehen, sollten wir es auch gewinnen. Ansonsten im schlimmsten Fall wäre es ein 0-0 und dann stehen wir da mit runtergelassener Hose. Blöd, oder? Stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe es auch so gesehen, dass wir die erste Halbzeit überragend gegen den Ball gearbeitet haben, frühe Ballgewinne hatten in dem vorderen Drittel und auch sehr, sehr gute Torchancen hatten. Eigentlich so, was wir in der ersten Halbzeit vorwerfen müssen, dass wir nicht das 1-0 gemacht haben und vielleicht sogar noch das 2 hinterher gemacht haben, weil ich glaube, Mainz hatte keine Torchance. Bis zu 16 Minuten, bis zum Tor hatten wir eigentlich, nicht einmal im 16er, haben das Spiel klar dominiert. Ja, hat uns ein bisschen nur die Kaltschnäuzigkeit gefehlt vor der Kiste. Ja, richtig ärgerlich gerade. Aber es bringt ja jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu setzen. Müssen wir jetzt das abhaken, das aufarbeiten. Und dann geht es ja am Mittwoch, glaube ich, schon im Pokal weiter. Und jetzt gilt es darauf, alle Kräfte zu mobilisieren und wieder auf ein Neues zu spielen. Du hast da bei dieser Rudeldiskussion bei Ihabs gelb-roter Karte, was hat denn der Schiri, wer denn das erklärt, dass er ihm für gar nichts eigentlich gelb gibt? Da war ich diesmal nicht so nah dabei und habe eigentlich eher versucht zu schlichten. Ja. Ich lerne aus meinen letzten Wochen. Er hat gesagt, ganz klar gelbe Karte, wenn man sich so ein TV nochmal anschaut, muss er gelb geben. Ich habe ihm nur gesagt, wenn man ein bisschen Fingerspitzen gefühlt und wenn man so pfeift wie Sie, eigentlich 80% nur für Rot und nicht einmal für Grün pfeift, dann sollte man da vielleicht mal ein Auge zudrücken und sagen, hier Junge, letzte Mal, dann fliegst du. Hat er nicht gemacht. Die erste gelbe Karte, darüber müssen wir reden. Das geht nicht, so eine gelbe Karte sich dazu leisten, aber ja, jetzt geht es halt trotzdem wieder aufs Neue weiter. Klar, schütteln in Lehnertz, am besten weiterkommen. Das ist unser Ziel und das denke ich, werden wir auch genauso angehen wie die letzten Spiele in der Punktrunde. Wir wollen da unbedingt weiterkommen, wir haben da was gut zu machen gegenüber vom letzten Jahr. Alles klar, dann viel Glück Mittwoch in Lehnertz. Dankeschön. Dass der Gegner zu Kontersituationen kommt. Und so ist dann Mainz in Führung gegangen und kam hinzu, dass wir dann durch diese gelb-rote Karte für Ihab Davische, die aus meiner Sicht eigentlich unberechtigt war, aber ich bin zu weit weg, das Spiel natürlich dann auch in die eine Richtung beeinflusst hat. Das muss man einfach so sehen, weil in Gleichzahl hätte ich das Spiel gerne bis zum Ende gesehen bei 0-1. Und ich glaube, wir waren auch da in der Situation ganz gut im Spiel. Aber wir wissen ganz genau, dass wir hier in dieser Liga nichts geschenkt bekommen, kein Gegner. Das ist eine tolle Truppe, Mainz 05-2, muss man ganz klar sagen. Ich habe jetzt das dritte Spiel gesehen. Das ist eine Mannschaft, die, man sieht die Handschrift von Dirk, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, dass die Jungs da wirklich genau wissen, was sie zu tun haben auf dem Platz. Und hochinteressantes Spiel zum Zuschauen. Leider für uns jetzt mit dem falschen Ergebnis, aber das passiert im Fußball. Wir werden weiterarbeiten, hochkonzentriert weiterarbeiten und wir lassen nicht nach und wissen ganz genau, wir müssen um jeden Punkt kämpfen. Das ist in dieser Liga einfach so, weil alle Gegner sind schwierig zu bespielen und heute hat das mir auch recht gegeben. Danke.
Vielen Dank. Wie hast du es gesehen? Ja, ich sehe das genauso wie Olli. Ich fand, dass das echt ein richtig gutes Spiel war von beiden Mannschaften. Da war eigentlich im Grunde alles drin. Gute Torraumszenen, taktisch wirklich auf gutem Niveau von beiden Mannschaften. Ich muss ehrlich sagen, dass speziell erste Halbzeit, dass Offenbach das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Wir haben gut angefangen, die ersten Minuten. Aber danach hat Offenbach das so ein bisschen übernommen. Ja, war zwar, fand ich schon, trotzdem verteiltes Spiel. Wir konnten immer noch mal ein paar Nadelstiche setzen, hatten aber keine richtig große Chance. Also war, wie gesagt, vielleicht leichte Vorteile für Offenbach. Flo hält einen ganz wichtigen Ball. Trotzdem war es dann insgesamt trotzdem ausgeglichen. Ja, wir hatten es dann zum Schluss wieder besser im Griff bekommen. Zweite Halbzeit fand ich schon, dass wir da noch mal zulegen konnten. Wir wussten, dass wir Offenbach ins Laufen kriegen müssen. Wir hatten in der ersten Halbzeit zu leichte Ballverluste, ja, gerade im letzten Drittel, wo wir eigentlich gut gespielt haben, aber der vorletzte oder letzte Pass nicht angekommen ist. Dadurch hatten wir immer Umkehrbewegungen wieder. Und in der zweiten Halbzeit wollten wir halt einen guten Ballbesitz haben, ja, weil wir haben ja, war ja beim Spiel nochmal gegen Worms da, auch wenn sie da ganz souverän das Spiel gewonnen haben, auch wenn ein knappes Ergebnis war. Ja, haben wir gehofft, dass sie da Körner gelassen haben und wollten eben halt nochmal eine Schippe drauflegen vom Tempo her und von der Ballsicherheit. Ich finde, dass die Jungs das wirklich gut gemacht haben. Ich fand, dass wir einen guten Fußball gespielt haben, aber eben halt auch richtig eklig waren und auch in der Defensive alles reingehauen haben. Und ich fand, dass wir dann auch verdient gewonnen haben, auch wenn es ein ganz, ganz knappes Spiel war gegen einfach eine Top-Mannschaft. Ja. Die sind einfach abgewichst, abgezockt. Muss man einfach sagen, wenn da nochmal zwei Spieler da nochmal nachgelegt werden, Victor Wieche oder weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird, Hoca, Vetter, das sind schon nochmal richtig gute Jungs, die wir nochmal in Zaum halten müssen. Und ich fand, dass meine Jungs das wirklich mit Bravour gemacht haben. Ich fand auch, dass Schiri immer ein bisschen Probleme hatte. Weiß ich nicht, Gelb-Rot, klar, habe ich da nicht genau hingeguckt, was da war, aber bei unserer Gelb-Roten habe ich genau hingeguckt. Ich fand, dass das eine absolute Frechheit war und ein Witz war, dass Kalle da Gelb-Rot bekommt, wo er eigentlich weggeht. Ja, aber meistens, die Schiris nehmen dann einfach immer zwei und haben das vorher gar nicht richtig gesehen. Ja, und dann, klar, jetzt spielen wir bald ohne Stürmer, wir haben kaum noch, also ganz wenig Spieler. Sandro fällt jetzt noch wahrscheinlich auch aus, da müssen wir auch noch mal gucken. Jetzt haben wir noch mal mit Kalle noch einen Mann weniger. Aber das wird langsam knapp bei uns. Und wie die Jungs das insgesamt annehmen, ist schon echt top. Ja, und auch noch Fußball spielen, ja, auch egal wer da in die Bresche springt, jetzt mit Petermann oder Grau, die da aus der A-Jugend gerade gekommen sind und wirklich richtig gut machen. Ja, und Kompliment an meine Mannschaft, gegen jetzt endlich auch mal zu Hause gewonnen, dann nochmal gegen Top-Gegner. Es gibt uns natürlich hoffentlich Auftrieb und jetzt haben wir das schwerste Spiel vor der Brust. Ja, und das wird richtig schwierig. Und bin heute erstmal zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben gegen wirklich so eine starke Offenbacher Mannschaft. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ich sehe keine. Dann vielen Dank.